Ja, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge und wir haben ja eine Einstellung noch zu machen und zwar tierische Produkte, da müssen wir das ganze Fleisch hier freischalten. Insektenfleisch haben wir eh nicht, deswegen können wir es einfach so machen. Tierische Produkte, ja, gibt es auch noch so ein bisschen Ekelkram, den wir eigentlich nehmen können, also Insektengelee ist eigentlich okay, das mögen die ja eigentlich. Und das müssen wir jetzt auch übernehmen auf die anderen hier. Ja, genau das gleiche hier. So können wir auch die tierischen noch Insekten anmachen. Wobei es ist auch nicht so wichtig eigentlich, dass wir es hier überall reinmachen. Nur das mit dem Fleisch ist wichtig, weil Menschenfleisch, das haben, wurde auch in den Kommentaren gesagt, ne, hier Menschenfleisch muss verwendet werden und das ist auch ganz wichtig. Weil natürlich das hier Kannibalen sind. Ja. Und das habt ihr zum Glück gleich gesagt in der Folge. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ihr immer so ein Auge darauf habt. Ne, Arnik war es in dem Fall, glaube ich. Vielen Dank an dich. Und ja, ist auch mal cool, weil ich denke auch nicht immer an alles. Vor allem, ich bin den ganzen Tag am Machen und Tun. Und dann natürlich habe ich nicht auch nicht immer den Kopf dafür. Deswegen ist es einfach schön, dass wir hier so eine Community haben, die da auch Bock drauf haben auf das Spiel. Und dann halt immer so, ne, auf solche Sachen achten. Das ist cool. Und sich nicht nur berauschen lassen. Ja gut, ich bin auf jeden Fall heute gut drauf, weil, ja, die letzte Woche, habe ich glaube ich erzählt gehabt, war ein bisschen schwierig, so auch stückmäßig beim Klavier und dann habe ich heute meine Stunde gehabt und er war gar nicht böse, dass ich das eine nicht geschafft habe, also das war einfach nur noch zu schwer und fertig. Und das war, hat mich positiv gestimmt und ja, habe heute auch schon viel fertig bekommen und dementsprechend habe ich jetzt Zeit, mit euch hier RimWorld zu spielen. So, back to topic zu RimWorld. Wir werden hier heute, die Falle wird wieder aufgebaut. Ich habe auch hier eine automatische Lagerung von den Brandgranaten. Also das wird immer bis zu einem gewissen Level, welche da haben, ist, finde ich, auch ganz wichtig. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier so ein bisschen Scheiß loswerden. Außerdem können wir hier ein bisschen die Leute ausbauen mit ästhetischen Formgeber. Da können wir so einen Heslon ein bisschen schöner machen. Weil manchmal haben die ja diesen Trade hässlich und das wäre dann vielleicht ganz gut. Stubenhocker freundlich. Haben wir da einen, der vielleicht nicht so der... Nee... Neidischer Kunstschläfer, Kurzschläfer, der wunderschöne, ne? Standhaft, fleißig. Eigentlich sind alle schön. Ne? Ihr habt ja gehört, ihr seid alle schön, ja. Soll noch mal einer was anderes sagen. So, Stubenhocker freundlich, Körperpurist zu klug. Ja, bei Dennis, da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Also Joywire, so heißt das Glücklichmacher im Englischen, der ist nicht so pralle. Der habe ich schon erzählt gehabt, aber ich werde es für euch nochmal wiederholen, damit ihr ein bisschen was lernt hier. Und zwar geht das Bewusstsein runter. Und wenn Bewusstsein runtergeht, nicht geil. Also da arbeiten die langsam, die bewegen sich, die machen alles langsamer. Wir müssten denen so bis oben hin mit Cyborg-Sachen zuballern, damit der wieder gut wird. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Da können wir den auch in der Ecke stellen und abknallen. Also, um es mal so zu formulieren. Ne, dementsprechend werden wir da, ja, das Ganze lassen. Wir werden ihn anders glücklich machen. Wir werden ihn ein wunderschönes Apartment machen müssen, wo er sich wohlfühlt und bla. Nur wo wird das sein, ist die Frage. Ja, hier doch da. Da hat er. Und vielleicht ist er schon glücklich, ich weiß nicht. Das können wir eben kurz nachschauen. Er hat luxuriös, gemütlich, Kantasis, nee, da steht noch nichts drin. Eine leichte Entspannung, Freundin ist gestorben, starke Schmerzen, bla bla. Aber ich denke, wenn wir ihnen genug Implantate geben, die ihn auch schnell erholen lassen und alles, vielleicht können wir dann die Downtime so ein bisschen unten halten, wo er sich schlecht fühlt. Vielleicht können wir es so schaffen. Aber jetzt brauchen wir erstmal noch eine ganz andere Sache, die mir gerade erst aufgefallen ist, weil fällt euch vielleicht was auf? Vielleicht ist es euch schon aufgefallen? Nein? Ein paar von euch sicherlich. Und zwar haben wir noch keine wirkliche Krankenstation. Und das ist scheiße. Wir brauchen eine anständige Krankenstation. So, wir haben hier unten auch noch was. Da können wir theoretisch auch Stahl fördern. Brauchen wir eigentlich auch. Da haben wir auch noch was.
Wir haben hier unten auch noch Stahl. Das sollten wir vielleicht auch mal abbauen. Weil wir werden vielleicht später keine Gelegenheit dazu haben. So, und jetzt werden die Krankenbetten gebaut. Und zwar brauchen wir insgesamt 8 Stück. Ich denke, das ist eigentlich auch eine gute Sache, so 8 Stück zu bauen. So. Allerdings können ein paar von euch sicherlich rechnen. Und dementsprechend wisst ihr, dass das sehr, sehr viel Stahl verbrauchen wird. Ich denke mal, wir wollen auch so mindestens exzellent haben. Alles drunter ist eigentlich jetzt nicht so geil. Also exzellent ist schon, finde ich, Minimum. Und da sollte man natürlich gucken, dass die Leute auch bauen, die es können. Dass da nicht irgend so ein Dorfdepp die Dinger baut. Ja, können wir das hier irgendwo feststellen? Ich weiß es nicht. Ich werde einfach per Hand mal den Murphy ansetzen hier. Nevermind. Wir werden ihn nicht kaputt machen. Hier haben wir exzellent und gut, ne? Immunisierungsgeschwindigkeitsfaktor 111. Hier exzellent. 111. Also da Behandlungsqualitätsoffset 10%. Hier haben wir auch 10%. Operationsvolk, Chance 44 und hier 46. Also ein paar Prozent können wir da rausholen, aber nicht nennenswert. Also gut können wir Minimum machen, ja, aber der Rest, der bringt es einfach überhaupt nicht. Also da, das können wir so machen. Dann können wir mit den restlichen Sachen lieber die Vitalmonitore da anschließen. So. Und ihr seht, wir brauchen verdammt viele Bauteile dafür. Wir haben ja momentan genug, zum Glück. Scheiße. Okay, das sind die Höhlenmenschen. Das ist nicht so schlimm. Was schlimm ist, dass sie hier vorne angreifen. Oh fuck, ich habe das Ding nicht an. Dabei müsste ich die... Oh nein. Aber sie greifen da gar nicht an. Weil es nicht anders. Oh, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ist das gut? Und wir haben hier überall Fallen. Mittlerweile sind wir ja ausgebaut hier. Ja, die umgehen das. Aber sie kommen nicht weg. Seht ihr das? Das hier ist so... Guckt euch diese Abwehr an. Wie geil ist diese Abwehr jetzt mit den Fallen? Das hat's richtig gebracht. Es sind nur Holzfallen. Ja, manche haben ja gemeckert immer, ey, Melli, das sind Holzfallen, die machen nicht so viel Schaden. Und an sich habt ihr ja auch recht. Aber... man kann sie so einfach ersetzen, ne? Hier sind sie reingelaufen, hier sind schon ein paar verändert, hier sind sie nochmal schön durchgelaufen und vor allem hat man halt auch gemerkt, dadurch, dass wir jetzt diese Zikadenrüstung haben, haben wir ganz einfach Daniel umpositionieren können und ihn hier retten können, Murphy, weil wären wir da nicht hin, hätte Murphy wahrscheinlich ziemlich was auf die Fresse bekommen. Dementsprechend sehr, sehr, sehr geil. Außerdem müssen wir hier oben alles wieder anstellen. Das machen wir dann auch gleich mal. Ne? Hier den Strom wieder schön an. Weil dann haben wir hier auch eine ganze Verteidigungslinie. Und das ist natürlich verdammt geil. Bio, Nachteule zu Klug und Asket. Die ist ziemlich geil. Also Nachteule ist kacke, weil ich dann halt einen anderen Ablauf für die habe. Aber an sich ist die nicht schlecht. Die ist 25 Jahre alt, ja. Frisch im Saft hier. Asket ist super. Also man kann der auch einfach sowas zu fressen geben und die hat da kein Problem mit. Also rohes Zeug frisst die. Die ist zu klug, die lernt sehr schnell. Und das ist eine Nachteule, was kacke ist. Aber kein schlimmer Trade, das kann man ganz einfach halt einstellen.
Können wir sie retten? Wir könnten sie retten. Das wäre möglich. Das machen wir auch, indem wir die mal nach unten schicken. Das war übrigens ein relativ moderater Angriff, würde ich sagen. Also, boah, geht, ne? Geht. Also ganz moderat war der doch. Ja, doch, ist okay. Macht eure Miso. Ah, Das ist ganz, ganz schlecht. Also, wenn die irgendwie Frauen hassen oder Männer hassen, das ist wie im echten Leben ganz widerliche Menschen. Dementsprechend, da kann man leider nicht mit verhandeln. Oh, Dafu, hi. Murphy, kannst du mal kurz machen? Das wäre schön. Müssen wir das hier eigentlich auch noch abreißen und da reinstellen und dann geht Dafu da rein, aber jetzt muss er erstmal gerettet werden. Weil der hat ganz schön viel Blut. Ja, hat aber nichts verloren. Das ist gut. Allgemein, ja. Heute wichtige Upgrades hier. Und vor allem konnten wir die Abwehr testen, was richtig gut ist. Also die gefällt mir richtig. Habt ihr ja gesehen, auch wie die sich zurückgehalten haben. Sehr wenig sind reingelaufen. Die Nahkämpfer sind immer hier oben hin. Also die wollten das hier wahrscheinlich schon, da können wir hier auch noch so, ne, so ein bisschen was hinbauen, damit wir da, sage ich mal, auch so die Leute noch so ein bisschen fernhalten können. Wir haben gesehen, da ist so ein bisschen, ne, das bevorzugen die. Das finde ich ganz gut, dass wir da noch so ein bisschen rein können. So ein bisschen hier was verbessern können, meine ich. Und da unten war nichts, da müssen wir nichts machen. Aber so an sich schon sehr schön. Das freut mich. So, wir haben ja noch ein freies Bett. Da kommt dann der andere rein. Hier unten ist jetzt auch langsam mal das Spielding bald fertig. Da müssen wir hier noch so ein bisschen ausbauen. Ihr seht, da muss ich mich so ein bisschen anstrengen hier. So, hier ist auch soweit ausgebaut. Also der ganze Teppich liegt schon. Dann können wir schon mal hier so den Stuff reinbringen. So. Weil da werden wir natürlich eine richtig schöne, gemütliche Poker-Ecke machen. Wo die hier schön pokern können. So. Sieht ein bisschen anders aus wie da, aber das geht schon, ne? So, machen wir das. Und da können wir dann noch verschiedene andere Sachen reinbauen, wie diesen Flat-TV, wobei der steht jetzt da vorne. Trotzdem will ich das hier drin haben, damit das halt halt in dem Raum mit drin ist. Das ist mir schon wichtig. Ich frage mich, ob wir Seth behalten können, wenn sie geheilt worden ist. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich meine, wir haben sie gerettet. Die ist eine Weltraumimmigrantin, also könnten wir sie auch theoretisch dann einfach gefangen nehmen. Das wäre eigentlich nicht... Ey! Ey! Feuer, kein Weg. Ich habe doch alles da abgebaut. Wie kann das brennen? Wie kann das brennen? Ich habe das Dach abgebaut. Wahrscheinlich, weil das Dach da immer noch drauf ist. Nee, hier ist das Dach auch drauf und das brennt hier auch nicht. Das ist eine exakte Kopie von dem da. Warum zur Hölle? Hä? Ich kann es nicht anders machen, Leute. Ich muss so machen. Ich mache da jetzt einfach eine Lüftung rein. Gut, eine Lüftung reicht wahrscheinlich. Aber ich brauche eine Lüftung da drin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Lüftung da reinbauen muss. Aber hier ist sowas noch nicht passiert. Elitäre Erwartungen. Oh, schön. Die haben alle elitäre Erwartungen anscheinend mittlerweile. Wobei Abaddon News, das ist... Nee, das ist Sophist hier. Ja, deswegen. Den können wir eigentlich auch noch eine reinstellen.
Exzellente hier, dem Dafu. Und der darf ja nicht eifersüchtig sein. Übrigens können wir jetzt mal gucken, ob der andere endlich seine Punkte gekriegt hat hier für seinen Raum. Unglaublich imposanter Freizeitraum. Geräumige Umgebung, einheitliche Gedanken, guter Schlafraum. Dein Schlafraum ist einfach der Shit schlechthin, ja? Und du sagst guter. Was erwartest du denn bitte? Gut, wir haben kein Jade hier. Wir brauchen noch ein bisschen Jade. Wir könnten ihm eigentlich den Schlafraum geben. Na, geben wir hier Dennis. Weil der braucht dringend. Der braucht dringend einen guten Schlafraum. So, kann er eben selber mitnehmen. Jetzt ist er wach. Wie eine Schutzhose. Der ist eine Schutzhose ausgezogen. Hä? 14:05:34. Der hätte die schön anbehalten können. Ich glaube, du solltest die wieder anziehen. Das finde ich besser. Wisst ihr, was mir eigentlich gerade erst aufgefallen ist? Wie gut Nose eigentlich ist. Also der hat wirklich super Fähigkeiten. Ist ein sehr, sehr, sehr guter Nahkämpfer. Hat gute Werte in Pflanzen, Bergbau, Handwerk. Ja, Handwerk, Pflanzen, Bergbau. Genial. Also sehr, sehr gut auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich jetzt, wie wir das mit ihm machen. Genau, ich kann mal eben kurz da schmieden. Hä, wie, hä? Ich habe den Gladius doch noch gar nicht hergestellt. Oder ich habe das falsch eingestellt, da und der Gladius wird von den Leuten... Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich habe gerade so die Idee, dass die eventuell den Gladius, den ich her... Ich habe zwei Gladius in Auftrag gegeben, das weiß ich noch. Zweimal Plastall. Und die sind weg. Ich meine, ich weiß, die beiden haben jetzt, aber ich habe, glaube ich, noch welche in Auftrag gegeben. Bin mir relativ sicher. Oder habe ich das wieder weggemacht oder vergessen? Ich werde alt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geben wir ihm gleich das Teil hier. Und wir müssen dann natürlich noch gucken, dass wir ihm eine schöne Rüstung machen und so weiter und so fort. Dass wir da auch noch was kriegen. Allgemein sollten wir noch weitere Rüstungen herstellen. Das müssen wir auch noch machen. Haben wir genug Hightech-Bauteile eigentlich? Ja, haben wir. Bräuchten wir eigentlich noch mehr Zikadenrüstung, so zwei, drei Stück. Dann können wir erstmal zwei Stück herstellen. So, und da haben wir einen guten, leider keinen exzellenten. Aber für den Anfang wird es reichen. Können wir ja später nochmal ein bisschen was herstellen. Und ja, ich sehe gerade, wir haben schon wieder 19 Minuten. Das heißt, ich mache an der Stelle mal einen Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden dann in der nächsten Folge den Namen hier vergeben. Das mache ich nicht jetzt noch. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.